Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 5, das Erbe der Könige. Im letzten Part waren wir mit Johannes unterwegs, im letzten Kapitel. Und das war das Kapitel mit der großen Seuche. War sehr, sehr schwierig. Und laut Johannes war dies auch das schwierigste Level. Da bin ich mal gespannt, ob er da recht behält. Wir werden natürlich jetzt weitermachen, nur jetzt ohne Johannes. Bitte, es geht im nächsten Kapitel weiter. Old King's Castle. Endlich liegt das Old King's Castle, der Mittelpunkt des Alten Reiches aus früheren Zeiten, direkt vor den Helden. Hier nahm vor vielen Jahren alles seinen Anfang. Doch nun ist die alte Burg dem Verfall preisgegeben. Ja, kurz vorneweg, der Anfang des Kapitels ist für mich nicht blind. Ich habe das schon angefangen, sogar zweimal. Einerseits gab es ein paar Aufnahmeprobleme und das zweite Mal, da hat es dann bei mir an der Tür geklingelt, wo ich dann auch nicht weitermachen konnte. Jetzt sind es, starte ich so gesehen meinen dritten Versuch. Und ich hoffe mal, dieses Mal klappt es. Dann, let's go! Nach einigen Tagen strengen Marsches sahen die Freunde den Berg, auf welchem das Old King's Castle thronte, direkt vor sich. Das Schloss war in früheren Zeiten der Mittelpunkt des Alten Reiches und ein Garant seiner Sicherheit. Doch unter den ständigen Angriffen von Mordreds Horden hatte Old King's Castle stark gelitten. Heute, viele Jahre nach den alten Kriegen, war die einst erhaben thronende Burg dem Verfall preisgegeben. Auf ihrem Weg hinauf zur Burg wurden die Helden plötzlich von einem heftigen Steinschlag überrascht, dem Ari und Helias, die das Ende der Gruppe gebildet hatten, nur knapp entkamen. Die mächtigen Felsen trennten sie jedoch von ihren Freunden ab und versperrten den Weg. Trotz aller Mühen konnten sie die Steinbrocken nicht beiseite räumen. Daher beschlossen die Freunde, sich aufzuteilen. Dario, Erek, Salim und Pilgrim wollten den Weg zum Castle fortsetzen und von dort Hilfe holen. Helias und Ari dagegen beschlossen, nach einem anderen Weg zu suchen. Ari und Helias werden es gemeinsam wohl richten. Wir aber müssen derweil weiter dahin, wo ich geboren ward. Von dort regierte einstmals mein Vater ein glückliches Reich. Es ist jener Ort, von welchem alles seinen Anfang nahm. Die Burg soll, seit damals mein Vater hier ermordet wurde, verlassen und von Unkraut überwuchert sein. Nun, wir werden sehen. Auf! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich fürchte, Kerberos wird auch hier nicht lange auf sich warten lassen. Helias, als ich noch ein Kind war, hatte mich der alte Drago, bei dem ich aufwuchs, mit auf eine Reise zu einer kleinen, abgelegenen Bergsiedlung genommen. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das war hier irgendwo in der Gegend. Andala oder so hieß das Dorf. Ach, es ist alles schon so lange her. Aber was meint ihr, Helias? Bevor wir hier Wurzeln schlagen, wäre es einen Versuch wert, das Dorf zu finden, oder? Das ist eine gute Idee, mein Kind. Vielleicht gibt es das Dorf ja noch. Und es lebt dort auch jemand. Jemand, der uns helfen kann. Nun, wir werden sehen. Lass uns möglichst bald aufbrechen. Das werden wir machen. Wir haben zwei Missionsziele. Einerseits mit Dario und seinem Freund die Burg oder das Old King's Castle zu erreichen. Mit Ari und Helias die Bergsiedlung Andala zu finden bzw. zu suchen. Ich werde mich als erstes um Helias und Ari kümmern. Wie gesagt, ich habe schon einen Anfang gemacht. Ich weiß da, was da jetzt auf mich zukommt. Daher, gut, wir können hier dann lang gehen. Wenn Gott es oder warte, gibt's. Ach, hier oben gibt es, glaube ich, auch noch einen Weg. Dann gehen wir erstmal hier oben lang. So gut ich kann. Weil wir haben hier das Problem, dass da ein paar Truppen sind. Und wir haben halt nur Helias und Ari. Daher müssen wir mal gucken, ob wir das mit den beiden hinkriegen, hier durchzugehen. Aber es sind nicht nur einige Truppen hier, sondern auch ein Lager oder so. Natürlich. Da sind. Ach, warte, hier ist. Hier werden wir gleich angegriffen. Feinde greifen ihn an. So gut. Da muss irgendwie ein Turm sein oder so. Ja, da ist ein Turm. Dann gehen wir kurz da weg. Da kommen ein paar Truppen. Ich gebe mein Bestes. Jawohl. So, paar Truppen. Ich stecke in Schwierigkeiten, helft mir. Dann versuche ich auch mal ein paar Truppen hier zu rüberzunehmen. Kriegen wir das hin? Sind das jetzt unsere Truppen? Im Licht. Ich glaube, wir haben ein paar Truppen bekommen, oder? Ich weiß es nicht.
Nee, sieht nicht danach aus. Sieht nicht danach aus, nein! Und die Freunde von... Natürlich. Helias und Ari sind jetzt auch schon weg. Wie ihr wünscht. Oh, Helias, was läufst denn du da herum? So gut ich kann. Wir müssen jetzt schnell weg. Helias hat leider nicht mehr ganz so viele Leben. Wenn Gott es so will, ja, mein Herr. Ach, Mann. Ja, gern. Das fängt ja jetzt schon mal gut an. Natürlich, so gut ich kann. Ich muss ja jetzt so flüchten. Okay, die sind weg. Ja gut, Helias muss jetzt erstmal wieder regenerieren. Daher bleiben wir mal da. Dann kann ich ja mit den anderen erstmal ein bisschen voranschreiten. Ihr sollt da schon mal zum Castle gehen. So, die gehen los. Wunderbar. Dann versuche ich da nochmal... Warum sind die jetzt... Warum ist der Typ jetzt nicht gestorben? Hey, ist ja unfair. Warte, jetzt haben wir... Jetzt müssen wir warten, bis die Fähigkeiten wieder nachladen. Wir haben das bisher noch nie eingesetzt, diese Überzeugung. Aber ich dachte, das kriegen wir dann doch irgendwie hin. Aber nee, leider nicht. Na egal. So, oh, ist hier dann auch ein Lager? Nee, hier ist kein Lager. Oh, zumindest keine feindlichen Häuser oder so. Das ist doch schon mal schön. Hier ist Eisen. Okay. Wir haben leider keine Leibeigenen. Wir haben nix. Wir können nirgendwo uns niederlassen. Oh, da oben ist eine Kiste. Kann die jemand erreichen? Wie ihr wollt. Ja, mein Gott. Nein, kann keiner erreichen. Wie ihr wollt. Moment mal, hier geht's sowieso nicht mehr weiter. Na toll. Und da ist noch ein Zaun. Ich gucke erstmal kurz hier, wie weit die sind. Dort noch, dort noch. Hey, wie soll ich denn da jetzt hochkommen? So weit war ich noch nicht, dass ich hier oben bin. Ich habe die da schon in dem Part da jeweils losgeschickt, aber mehr auch nicht. An die Kiste weiß ich auch nicht, wie man da rankommen soll. Ist ja alles Berg und so. Da ist eine Grube, da könnte man eine Grube errichten. Wahrscheinlich Nebengrube oder so. Ne, Eisenschacht sogar. Wie ihr wünscht. Ah, hier ist alles umzäunt sogar noch. Warum ist hier alles umzäunt? Natürlich. Wie soll ich denn da hochkommen? Vielleicht mit Pilgrim irgendwas? Ist Pilgrim bei uns? Ja. Geht mal dahin. Ich will mal Pilgrim mal was ausprobieren. Kann ich hier irgendwie eine Bombe legen und dass dann irgendwie ein Steinschlag runterkommt und ich habe dann Möglichkeit, da hochzugehen? Stimmt eh nicht. Nee. Ja. Hätte ja sein können. Man kann es ja mal ausprobieren. Man kann es ja ausprobieren. Ja, Milord. Jawohl. Ja. Das Problem ist ja auch, dass wir jetzt Johannes nicht mehr dabei haben. Der hat ja mir doch schon ganz schön geholfen in der letzten Mission. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt. Jetzt bin ich hier wieder hier unten. Wie sieht's bei den beiden aus? Sie haben schon mal volle Leben und auch wieder... Okay, dann versuche ich nochmal anzugreifen. Ja. Weil mit den beiden alleine kriege ich das nicht hin. Ich muss da, glaube ich, Helias Fähigkeit wirklich verwenden. Ja, das heißt, erstmal ein paar anlocken und dann... Vielleicht müssen die ein bisschen näher an mich ran sein. Wir haben es ja noch nie geschafft, dass ich da ein paar Truppen auf meine Seite bekomme. Ja, und ich glaube, Helias, der ist auch kein guter Angreifer. Also so da kann ich sowieso... Ari ist nur im Fernkampf ganz gut. So. Wenn Gott es so will. Geht da mal hin, dann... Ari, mal ein paar Freunde. Seid gesegnet. Und... Folge mir, mein Sohn. Dann gucken wir mal, ob das funktioniert, ob das funktioniert. Sonst müssen wir da ganz schnell wieder weg. Wir haben nur leider... Die Freunde. Doch, jetzt ein paar zu uns. Doch, es hat geklappt. Es hat geklappt. Sehr, sehr schön. So versuche ich jetzt irgendwie eine kleine Armee aufzubauen. Das lädt so relativ schnell nach. Das ist ganz gut. Was ist mit denen da jetzt los? Ich weiß es nicht. Aber wenn das jetzt ganz schnell noch nachladen würde, dass ich die Truppen da noch kriege. Aber ne, das wird nichts. Das wird so schnell nichts. Aber wir haben schon mal ein paar kleine Truppen. Das ist doch schon mal schön. Da kommt erstmal so ein Reh an. Interessant. Aber man hat leider hier keinen Timer, wie lange das noch braucht. Aber sehen wir die letzten Truppen da jetzt auch noch. Es ist zwar jetzt nachgeladen, aber ja, die letzten Truppen besiegen wir da jetzt schnell auch noch. Feinde haben einen Held attackiert. Wenigstens haben wir jetzt da ein paar Truppen. Damit können wir schon mal was anfangen. Aber der Turm da muss weg. Und wir müssen da, glaube ich, auch zwingend durch. Also da gibt es keinen anderen Weg, finde ich. Das ist vielleicht hier unten, aber es gibt hier überall solche Wege. Ja, gern. So, dann gehen wir da wieder hin.
Da warten nämlich noch ein paar Truppen. Zack, dann wieder zurück. Dass wir die nächsten Truppen hier überzeugen können, zu uns zu kommen. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Ich glaube, ich habe daneben. Glaube ich zumindest. Wenn Gott es so will, einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Wir haben auch jetzt einige Truppen da verloren. Jetzt heißt es wieder Rückzug. Ich gebe mein Bestes. Oder? Nee, wir kriegen das nicht hin. Wir kriegen das hin. Geht zurück. Natürlich. Geht zurück. Okay, die hauen ab, glaube ich, oder? Nee, die hauen natürlich nicht ab. Wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Hat Ari wieder Fähigkeit? Nein, noch nicht. Aber wenigstens sind sie jetzt weg. Okay, dann gucken wir mal hier jetzt weiter. Da sind die vier. Ob man hier irgendwo hochkommen kann. Vielleicht wirklich irgendwas für Pilgrim. Das sieht hier vielleicht schon mal gar nicht mal so verkehrt aus. Seid gegrüßt, Freunde. Oh. Wir wollten hier auf unsere Anführerin Ari warten, um uns hier anzuschließen. Aber wo ist sie? Wir sehen sie nicht in eurer Gruppe. Was ist geschehen? Durch ein Unglück ward sie von unserer Gruppe geschieden. Doch ist sie wohlauf und wird versuchen, einen anderen Weg zur Burg zu finden. Gemeinsam mit meinem Oheim Helias. Nun, in dem Fall... Es wird unserer gemeinsamen Sache am besten dienen, wenn wir uns dann euch anschließen. Weitere Bandenbrüder warten oben bereits auf uns. Lasst uns eilen. Der Feind wird immer stärker. Ah, dann haben wir jetzt den Weg gefunden. Sehr, sehr schön. Und da sind dann jetzt auch ein paar Truppen. Sofort. Und wo muss ich jetzt lang? Hier? Anscheinend. Wie ihr wollt. Der Weg sagt mir jetzt hier rein gar nichts. So. Alle Fähigkeiten wieder nachgeladen? Ja, sind's. Feinde sehr, sehr schön. Greifen euch an. Was? Feinde? Warum das denn jetzt hier? So, Erik, mach mal deinen Wirbelschlag. Hallo, Erik? Warum ist das jetzt hier weg? Ja, sehr schön. Und dann mal alle ein bisschen Stärke hier. Und ihr kümmert euch darum. Währenddessen kann ich ja die beiden wieder dorthin schicken. Dass ich noch mal ein paar Truppen kriege. Leider habe ich jetzt so viele Truppen wieder verloren. Ich muss das jetzt besser machen. Ich habe halt Angst, dass irgendwie Ari und Helias da down gehen, weil dann ist doch die Mission vorbei, oder? So, weil wir die ja beide hier zwingend brauchen für die Mission. Ich gebe mein Bestes. Denke ich zumindest. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. So, jetzt hier rüber. So gut ich kann. Ich stecke in Schwierigkeiten, helft mir. Geht mit dem Segen des Herrn. So, wählen wir aus. Jetzt haben wir, glaube ich, ja, es sind welche ausgewählt, glaube ich. Und die sind jetzt zu uns, genau. Geht aber ein bisschen weiter weg. Der Turm greift uns immer noch an. Das ist das Problem an der Sache. Und jetzt greift an. Ah, Helias ist immer schwächer, wird immer schwächer. Jawohl. Ja, es wird nichts. Wir müssen wieder weg. Jawohl. So, währenddessen können die ja mal weitergehen. Keine Ahnung, wie ich hier dann noch hochkomme. Da, genau, da ist doch ein Brocken. Da kann ich doch bestimmt mit Pilgrim irgendwas machen. So, die sind weg. Dann halt euch mal so langsam. Dann habe ich wenigstens da schon mal ein paar mehr Truppen. So, Pilgrim. Ah, da kommen erstmal nochmal feindliche Truppen. Wo ist ein Pilgrim? Pilgrim ist da. Helden wird angegriffen. Achtung! Gleich macht es Rums! Zack. Dann ist der Weg da schon mal frei. Stimmt, hätte ich nicht unten auch das mit Pilgrim machen können? Bestimmt nicht. Nee, das sieht nicht danach aus. Wäre aber eine nette Idee gewesen. Das mal auszuprobieren. Und sonst wäre ja die Story hier jetzt unnötig. Okay, natürlich. Jetzt kann ich weiter. Da hinten war doch die Schatzkiste, da will ich erstmal hin. Ja, natürlich. Sehr weiter mal hier kurz gucken. Ja, ist noch nicht alles aufgeladen. Ich möchte hier mit vollen aufgeladenen Dingern da mal agieren. Ja, das kriegen wir da nicht auf. Wir können den beiden da nicht helfen. So, jetzt bin ich mal gespannt, was in der Schatzkiste ist. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ja. Und? 310 Taler. Ja, gut. Dann haben wir schon mal ein paar Taler für den Anfang. Ist ja gar nicht mal so verkehrt. So, jetzt können wir hier nach oben. Jawohl. Ja, jetzt wird hier auch was angezeigt. Wunderbar.
Dann geht mal los, meine lieben Freunde. Derweil gucke ich hier wieder hin. Das ist aufgeladen. Das hier ist noch nicht ganz aufgeladen. Na gut, dann warten wir kurz. Da haben wir ein paar Truppen. Oder gibt es da vielleicht doch noch eine andere Möglichkeit? Wir haben halt keine Truppen und wir müssen da, glaube ich, durch, weil hier hinten, kann ich euch ja schon verraten, da ist ein Tor, wo wir noch durch müssen und da brauchen wir noch einen Schlüssel. Und ja, das Tor ist halt direkt hinter diesem Lager. Soweit war ich schon. Was sind da jetzt? Ach du Heilige! Ja, moin. Geht da einfach mal durch, genau. Aber das ist doch Dario. Seid ihr das wirklich? Cherons Sohn? Barmherziger, ich dachte, ihr wärt schon lange tot. Welche Freude, dass ich das noch erleben darf. Es ist Winter. Wer seid ihr, ehrwürdiger Greis? Kenne ich euch? Natürlich. Verzeiht, ich kenne euch. Aber ihr könnt mich nicht kennen. Ihr wart ja damals noch ein kleines Kind. Ich bin Garek, ein alter Freund eures Vaters. Oft habe ich damals mit euch im Schloss gespielt, bevor... Ach. Warum laufen die Truppen die ganze Zeit hin und her? Oben auf der Burg, alleine und zurückgezogen. Aber hört... Herr Dario, es ist eine glückliche Fügung, dass ihr hier seid. General Kerberos wurde von Mordred geschickt, um das Land und die Burg des alten Königs endgültig zu vernichten. Als wäre das noch wirklich nötig. Die Burg ist verfallen und die Leute unten im Dorf haben... durch das anhaltend schlechte Wetter kaum mehr was zu essen. Und gerade da greift er mit seiner Armee an. Ihr müsst den Leuten helfen, Herr. Eilt ins Dorf und vertreibt die dunklen Truppen. Vertreibt die Truppen von Kerberos aus dem Dorf am Fuß des Berges. Seit vielen Jahren bewahre ich diese Rüstung eures Vaters auf. Er war ein großartiger König von eurer Statur. Die Rüstung ist einzigartig und makellos. Sie wird euch gute Dienste erweisen. Nun, da ihr hier seid, solltet ihr sie an euch nehmen. Da wird eine prächtige neue Rüstung gehalten. Ja, nice. Da sieht er schon viel besser mit aus. So, und wir sind hier immer noch am Kämpfen. So, Erik, bist du auch mit unten drin? Ja, komm hier. So. Zahnim ist auch mit dabei. Ja gut, Heilungstrank brauchen wir jetzt nicht unbedingt direkt. Aber, ja. Da sind noch ein paar andere. Haben wir jetzt hier Leibeigene und so? Nee, haben wir immer noch nicht. Zahnim, da ist jemand. Kümmer du dich mal darum. Ich tue mit Allahs Hilfe mein Bestes. Weitere Räuber aus Aris Bande schließen sich euch an. Was? Echt? Ach so. Ach so. Okay, verstehe. Ja. So. Dann haben wir hier ein Ist das unser? Ja. Aber nicht unsere Hütte. Da ist Schlossruine. Da ist eine Schlossruine. Wie kann ich jetzt hier eine Siedlung errichten? Obwohl, da hinten kann ich eine Siedlung errichten. Da müssen wir wohl hin. Denke ich zumindest. Dario, geh du mal dahin. Wie ihr wünscht, mein Herr. Derweil kann ich mich mal wieder um die drei hier kümmern. Wie ihr wünscht. Dass wir hier nochmal erneut versuchen, irgendwie was zu machen oder so. Das. Ja, mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Wir müssen ja irgendwie dann noch einen Weg ins Dorf finden. Aber diese Truppen da, das sind halt ein Problem. Und wenn wir einfach durchgehen, das bringt einfach rein. Gar nichts. So, Ari ist ausgewählt. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Gerade weil da auch vorne gleich der Turm steht. So. Ja, mein Herr. Geht da direkt mal weg. Eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. So, zack. Ich brauche euch. Helias.
Selbstverständlich. Folge mir, mein Sohn. Ja, wir haben da jetzt wieder ein paar Truppen, glaube ich, bekommen. Die auf unserer Seite sind, oder? Ja, ja, sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Ich gebe mein Bestes. Komm, dann greifen. Nee, wir greifen den Turm noch nicht an. Ich gebe mein Bestes. Das ist noch ein bisschen zu früh. Natürlich. Dann würde ich gerne nochmal Helias und Aris Fähigkeiten nochmal erneut haben. Beziehungsweise die Truppen, die parke ich jetzt erstmal hier hinten. Auch diese Truppen parke ich mal da hinten. Das ist noch von Ari jemand? Weiß ich nicht. So, wir lassen die mal da. Ach, was ist denn hier jetzt? Wie ihr wollt. Sehr wohl. Ich dachte, ich kann hier einfach hingehen. Nein, kann ich einfach nicht. Dann wieder nach oben. Dann wieder ganz schnell nach oben. Ja, mein. Wo ist denn der lang gegangen? Ach, hier so. Okay, verstehe. Das wird ja hier alles. Oh, so noch eine Kanone. Ach du Heilige. Das ist ja hier wirklich alles belagert. Was ist denn jetzt unsere Mission? Befreit das Dorf am Fuß des Berges. Das war von Truppen von Gerberus. Achso, das Dorf ist da gemeint, das, was da belagert wird. Verstehe. Und darum haben wir auch Truppen bekommen. Aha. Das heißt, wir können jetzt hier gar keine Siedlung aufbauen. Ich dachte, ich kann mit Dario dann da runtergehen und dann eine Siedlung errichten, aber nein. Falsch gedacht. Falsch gedenketet. So, ja. Die anderen können ja mal Dario ein bisschen entgegenkommen. Jo, da brauche ich Holz und Stein. Ne, Zahnräder brauche ich dafür. Und ich habe halt keine Hochschule hier. Denke ich, nee. Weil sonst hätte ich gerne den Aussichtsturm ausgebaut. Aber wir haben einige Aussichtstürme hier. Aber sonst weiter nix. So. Ja. Jawohl. Ein Held ist im Die Kanone da unten greift leider noch an. Ja. Auf in die Schlacht! So, auf in die Schlacht, genau. Genau. Dann kümmern wir uns mal kurz um die paar Truppen hier. Und zum Beispiel haben wir mit Erik auch wieder hier den Wirbelschlag, der jetzt kaum was jetzt gebracht hat, aber sie egal. Sehen, mit wem sie es zu tun haben. Ah, die Kanone feuert dann noch, das ist natürlich nicht so schön. Aber ich will erstmal die paar Truppen hier da. Obwohl, die Kanone muss weg, die Kanone muss weg. Da unten steht sie. Angriff! Da unten steht sie. Wenn wir die Truppen hier beseitigt haben, ich denke mal, dann können wir hier eine Siedlung errichten, würde ich schätzen. Ah, die Truppe, die Kanone, die hat jetzt keine Chance. Wäsch ist sie. Held attackiert. Für die Ehre. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So. Das ist ja eigentlich ein leichter Angriff, weil die Truppen sind hier nicht so stark. Und wenn ich hier mit vier Helden angreife, dann... Das sieht ganz gut aus. So. Ach, das ist hier Pilgrim. Mach mal deine Kanone, deine berühmt-berüchtigte Kanone, ihr meinen. So. Dreimal kannst du abfeuern, hat der Johannes gesagt. Zack. Oh, Herr Dario. Ihr habt es mit euren Freunden tatsächlich geschafft. Das Dorf ist frei. Habt tausend Dank. Durch den Einbruch des Winters können Kerberos Truppen uns nun aber von Westen über den zugefrorenen See angreifen. Wenn es gelänge, den Winter zu beenden und das Eis zu schmelzen, könnte man den Angreifer den Weg zum Dorf abschneiden. Also ganz schnell eine Wettermaschine, okay, verstehe. Ihr müsst uns helfen, das Dorf zu verteidigen. Wenn ihr es nicht tut... Ich bin zu alt dafür. Hört, Herr Dario. Euer Vater hatte einst Verteidigungstürme an strategisch wichtigen Punkten errichten lassen. Diese wurden bei den Kämpfen zerstört. Aber vielleicht können die Dorfbewohner euch helfen, diese wieder aufzubauen. Ja, Aussichtstürme waren da ja, aber keine... Auch würde mehr ja. Sonnenschein den Bauern im Dorf helfen, endlich wieder gute Ernten einzufahren. Euer Vater, Dario, er hatte eine solche Macht. Er konnte das Wetter beeinflussen. Können wir auch hin. Beendet den Winter, verteidigt das Dorf gegen Angriffe. Das kriegen wir hin. Und jetzt können wir das Dorf da unten wohl... Ja doch, da sehe ich schon lauter blaue Punkte. Das sieht ganz gut aus. Okay, dann. Let's go. Hier.
Da ist das Dorfzentrum. So. Da haben wir auch ein paar Leibeigene. Die können sich gleich mal darum kümmern. Haben wir jetzt hier schon eine Hochschule? Ne, wir haben da Wohnhaus. Eine Hochschule haben wir bisher hier noch nicht, oder? Da ist noch eine Mühle. Noch ein kleines Wohnhaus. Da ist die Burg. Ach, hier ist alles so breit gefächert. Daher muss ich erstmal ganz schnell einen Überblick mal bekommen. Nein, das war F5, war das? Nein. Wie konnte ich nochmal die Zeit anhalten? So. Das sind Häuser. Aber eine Hochschule habe ich leider bisher hier noch nicht. Das heißt, ich muss erstmal eine Hochschule machen, damit ich auch überhaupt Wettertürme und so errichten kann. Das ist Priorität Nummer 1. So, dann Hochschule. Da ist sie. Ja. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch... Na gut, Eisen brauchen wir erstmal nicht so viel. Wir brauchen erstmal anderes. Wir haben da hinten ja eine Mine. Nebenschacht, genau. Nebenschacht haben wir schon. Steingrube haben wir auch schon. Das ist auch mega nice. Aber Steine hole ich da jetzt auch noch selber. Oder Holz bräuchte ich dann eigentlich auch. Vielleicht wäre es ganz gut mit den Beinen hier ein bisschen Holz zu... Ja, ich denke mal, Holz ist vielleicht ein bisschen sinnvoller. Aber gern. Wir haben nur 5 Leibeigene, das ist nicht so schlimm. So, da ist ein Bergmann. Wir haben dann sowieso dann Dario und so alle hier. Ich weiß, ich habe Aria und Pilgrim da drüben noch, aber erstmal möchte ich mich kurz mal um das Dorf kümmern, dass hier generell erstmal ein bisschen was gemacht wird. Nimmt seine Studien auf. So, ich brauche Alchemie. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Stimmt, ich brauche noch Schwefel für den Wetterturm und so alles. Da ist Eisenschacht, da ist ein Eisenschacht. Das heißt, ich brauche, wenn es hier keinen Schwefel so an sich gibt. Sucht. Oben in der Nähe vom Schloss gab es früher eine alte Mine, aber die wurde verschüttet. Und angeblich hat so ein verrückter Erfinder noch ein paar Vorräte, aber ansonsten schwierig. Da müsst ihr schon gut suchen. Das war meine Frage. Ja, moin. So, gut, dann suchen wir mal. Die 3 sind da fertig. 2 kümmern sich um Holz. Ja, einer sucht wegen Schwefel mal kurz. Irgendwo im Norden, meinte er. Beim Castle. Ach du Ali. Also hier beim Castle? Ja, da ist er. Da ist die Schwefelgruppe. Da geht einer mal hin. Des Weiteren brauche ich da auch Pilgrim. Das ist Pilgrim. Damit die Schwefelmine wieder reaktiviert werden kann. So, wo war das jetzt? Da. Ja? Geh da mal hin. So, ich hoffe, da sind auch unterwegs keine feindlichen Truppen. Das wäre natürlich dann nicht so schön. So, da sind noch selber ein paar Truppen. Vielleicht können sie beim Leibeigenen damit mal mitgehen. Wo ist denn der jetzt, der Leibeigene? Hier. Dann. Nein, bewachen. Den Leibeigenen da bewachen. Ey, dann halt nicht. So, das wird erforscht. Für die Wettermaschine halt. Derweile kann ich mich ja mal um die beiden wieder kümmern. Währenddessen kriege ich ja ein paar Materialien und kann noch ein bisschen erforscht werden. Und ich brauche da noch mal ein paar Truppen, damit ich schon mal hier den Turm zerstören kann. So, Truppen, kommt mal her, genau. Da kommen wieder 2 Truppen. Und zack. Ich brauche euch. Jawohl. Lass dich eines Besseren belehren. Mal sehen, wie viele Truppen wir jetzt kriegen. Das wäre super, wenn wir einige kriegen, so. Gucken wir mal, was Helias so hinkriegt. Ja, oh, ja. Das sieht doch wieder gut aus. Das sieht sehr, sehr gut. Sind das so alle Truppen da jetzt? Ja, nice. Dann gehen sie zurück, damit sie wieder Fähigkeiten nachladen können. Und dann können wir bald angreifen. Oder wir könnten schon angreifen. Ja, gut. Oh nein. Der Leibeigene ist tot. Wir werden hier direkt angegriffen. Ach nein. Pilgrim, kümmer dich da direkt mal drum. Erstmal hier Kanone. Wir brauchen Truppen, die hier noch unten sind. Die müssen wieder hoch. Ach, ich würde die doch auswählen, Mensch. Ob das Pilgrim schafft alleine? Ich weiß es nicht. Erik bräuchte ich vielleicht auch noch um. Da ist Erik. Ja. Hab das jetzt nicht gewusst, das ist jetzt die... Oh, da kommen noch weitere Truppen. Das wird hier nichts. Oh, noch... Da sind noch welche. Habe ich hier eine Kaserne irgendwo? Nee, Kaserne habe ich leider nicht. Eine Kaserne habe ich nirgendwo. Dann... Ist in großer Gefahr. Ach, ich brauche dafür 2 Wehrpflicht. Shit. Ja, der Turm ist weg. Leider. Da dachte ich, das war vielleicht eine gute Idee.
Ja, Pilgrim hält sie noch so ein bisschen auf, aber die anderen müssen auch erstmal dahin kommen und das dauert einen Moment. Wo sind sie denn? Da sind ein paar Truppen. Die Kanone von Pilgrim ist leider auch schon zerstört. Warte, vielleicht wäre es gar nicht mal so. Ach, ich wollte jetzt hier noch eine Bombe hinsetzen. Die gehen zum nächsten Turm. Ah, die müssen doch bald mal endlich da sein. Da. Wo ist Erik zum Beispiel? Wo ist denn er? Da unten noch. Salim geht auch mal mit hoch. Wo ist Dario? Wo ist Dario? Da ist Dario. Geht auch mal hier mit hoch. Wie ihr wollt. Wo sind denn die feindlichen Truppen jetzt? Die sind weggegangen, oder wie? Wahrscheinlich. Sofort. Dann kümmert euch mal um Pilgrim. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Ja, sehr schön. So, dann ein Leibeigner kümmert sich mal um die Kaserne. Wir bauen halt eine Kaserne. Brauchen wir dringend. So, was, wie können wir die Türme da ausbauen? Mit Konstruktion wahrscheinlich. Ja, genau. Sehr schön, die Truppen sind jetzt alle hier. Das ist mega gut. Aber es kommen immer weitere hier durch. Können wir nicht das Tor schließen? Das wäre doch eigentlich gar nicht mal so viel. Und ich brauche immer noch die Schwefelgrube da unten. Aber ich möchte erstmal, dass die Türme ausgebaut sind. Und dann kann man ja auch immer noch weitersehen. Und das hier generell. Ich brauche mal einen Leibeigenen. Oh, wir haben so viel Geld. Da können wir ruhig ein paar Leibeigene jetzt holen. Wo haben wir denn jetzt in die Burg? Da. Der Part ist allerdings an dieser Stelle vorbei. Im nächsten Part geht es dann hier weiter. Freut euch drauf bis dahin und bye bye.